Hallo, ich grüße euch. Ich stehe hier gerade vom Rathaus in Chemnitz. Ihr seht das hier im Hintergrund. Ich wollte jetzt gerade noch mal das Schreiben R11 noch mal persönlich abgeben, obwohl ich es eigentlich schon gefaxt habe. Also eingegangen ist es. Ich habe auch schon einen Faxsendebericht, alles kein Problem. Aber jetzt momentan ist es so, dass also das physische Vorliegen des Schreibens hier das Interessante ist. Und wir wollen einfach jetzt erreichen, dass die Stadt Chemnitz das auch physisch entgegennimmt, auf Papier. Und da war ich jetzt auf dem Meldeamt, wollte das abgeben und das hat man also mir verweigert. Und die Frau Rümmler will mich also hier in diesem Personalstatut halten, was nichts anderes ist als Sklaverei. Denn wenn ich eine Firma beauftragt hätte, für mich tätig zu werden, ist das ja die eine Sache. Aber die Stadt Chemnitz will ja die Leute zwangsverwalten. Und das funktioniert sozusagen so, dass sie die Differenzsumme zwischen der Alimentierung, die uns nach HLKO zusteht, und dem, was er uns auszahlt und an Sozialleistungen erbringt, eben in die eigene Tasche wirtschaftet, also sozusagen als Gewerbebetrieb. Und das ist das eigentliche Kriminelle an der Sache, weil ich habe niemanden beauftragt, in meinem Namen tätig zu werden. Ich habe auch keine juristische Person meines Namens erzeugt. Ich habe das nicht gewollt und ich habe dem auch nicht zugestimmt. Ich habe auch dieses System nicht gewählt. Ja? Und wenn jemand in meinem Namen hinter meinem Rücken tätig wird und kriminelle Dinge veranlasst, dann muss er dafür einer verantwortlich sein. Und auf internationaler Ebene sind die Bürgermeister der Gemeinden dafür verantwortlich, dass in jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union die Menschenrechtskonvention eingehalten wird. Die Menschenrechtskonvention wurde am 22.12.2014 vom Bundestag ratifiziert. Das heißt, es ist verbindliches Recht und die Stadt Chemnitz hat sich zwingend daran zu halten. Und wenn die Bürgermeisterin meint, dass sie hier Sklaverei betreiben kann und die Leute absichtlich verdummen und denen erzählen, dass es keine Möglichkeit gibt, aus diesem Verbrechersystem auszusteigen, dann muss man die eines Besseren belehren und eben dann vor dem internationalen Gericht eine Klage einreichen. Und da kann sie sich ja dann rechtfertigen, was sie sich herausnimmt, vor allen Dingen, weil sie ja bei den Wahlen, Kommunalwahlen hier beteiligt waren bei Betrug. Wir haben also angezeigt, dass das Melderegister nicht stimmig ist. Er hat es so getan, als hätte es nicht bekommen. Und dann habe ich natürlich zwei weitere Leute hingeschickt mit dem gleichen Schreiben und der gleichen Sache. Und denen hat es bestätigt, also hat es dann doch gekriegt. Ja. Mir hat sie aber nicht zurückgeantwortet und hat auf das Schreiben auch nicht reagiert. Das heißt, sie arbeiten mit kriminellen Methoden, den Posteingang zu verweigern. Und das ist eine Sache, die, weil es ja um ordentliche Größenordnung geht, also es geht ja nicht um 50 Euro, sondern es geht ja um Millionen, die hier sozusagen am Volk vorbei zur Sklaverei in diesem Land benutzt werden. Und dem kann man nicht zustimmen. So, und solange wie Legida und Begida sich nur noch mit Randproblemen befasst und nicht mit der eigentlichen Ursache, werden wir in der Sache nicht vorankommen und wir werden uns selber wehren müssen. Das heißt, wir werden eine Klagegemeinschaft bilden und gegen dieses Verbrechersystem vorgehen. Ich nehme ja den Herrn Gauck nur so lange in Schutz, wie er jetzt im Bundestag dafür gesorgt hat, dass die Haager Landkriegsordnung gilt. Er hat also vom Bundespräsidialamt eine Verfügung gemacht, dass die Haager Landkriegsordnung gilt, das heißt auch einzuhalten ist, weil die Haager Landkriegsordnung nun mal über dem Grundgesetz steht. Ja? Und wenn die Leute sich hier nicht an das Grundgesetz halten, und steht ja immer drüber, dass Artikel 25, dass das internationale Völkerrecht in der Bundesrepublik Bestand hat und gilt, und der Bundestag immer wieder bestätigt, dass es gilt, aber eben auf kommunaler Ebene hier mit verbrecherischen Methoden gearbeitet wird. So, und wenn ich ein Schreiben abgeben will und meinen Austritt aus diesem Verbrechersystem hiermit erklärt habe, dann erwarte ich, dass ich die Bundesstaatenangehörigkeit innerhalb weniger Stunden ausgehändigt kriege. Weil es ist ein reiner Verweigerungsakt und es kann nicht sein, dass das so lange dauert. Die maximale Frist ist auf nationaler Ebene 14 Tage. Und danach muss man von einem von Verletzungen der Menschenrechtskonvention ausgehen, dass also hier mit Absicht Sklaverei betrieben wird. So, und dies werden wir jetzt in die Wege leiten. Wir werden also jetzt das Rathaus beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anzeigen. Und dann wollen wir mal sehen, was hier passiert. Weil so geht es nicht weiter. Wir haben also herausgefunden, dass bei den Wahlen betrogen worden ist mit der Staatsangehörigkeit. Dass also Leuten die Staatsangehörigkeit gegeben haben, die keiner haben kann, weil Hitler nun mal kein Verweser war. Und auch Max von Baden war kein Verweser. Konnten also alle beide keine Gesetze ändern. Und wer von diesen zwei Personen eine Legitimation weitergereicht kriegt, hat sie auch nicht. Das ist eine ganz einfache Sache. Ja, und dann kommt ja noch hinzu, dass wir hier in Mitteldeutschland überhaupt keine Rechtsnachfolge der Zeit 1933 bis 1945 gemacht haben, sondern bei uns war das immer so, dass
gesagt worden ist, wir wollen aus der Zeit von 1933 bis 1945 nichts übernehmen und aus demzufolge erst recht keine Rechtsnachfolge antreten. Das heißt, das Gesetz vom 5.2.1934 kann in Mitteldeutschland schon mal nicht gelten. Wenn es in Mitteldeutschland nicht geltet, um die Leute zu entrechten, gilt es im Rest auch nicht, weil es steht, es darf ja keiner gegenüber einem anderen benachteiligt werden. Und wenn uns das Recht zusteht, muss es den anderen in Westdeutschland und im Osten auch zugestanden werden. So, und dafür hat zumindest Putin für die russische Besatzungszone die Verantwortung, dass es umgesetzt wurde. Deswegen werden wir auch an die russische Botschaft herantreten, dass sie diesen Schlamassel hier mal beenden. So, ich werde dann heute Abend nochmal eine Pressemitteilung rausgeben. Ich hoffe mal, dass das jetzt erstmal als kurzen Live-Bericht reicht. Danke.